Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, je nach das Raben. Da waren gerade umgelandete Texturen. So, wir sind jetzt im 5. Kapitel, das nennt sich Aufbruch. Meinst du, ich bin hier bei Bangers hoch, weil ich noch gucken wollte, das war auch in der letzten Folge, bei hier Anga ist. Der könnte noch wichtig sein. Man weiß gar nicht mehr, wen man noch glauben kann. Und ich nehme jetzt nochmal auf, weil... Ich nehme jetzt noch ungefähr eine Stunde auf, weil ich das Projekt so langsam fertig haben will, natürlich. Ist ja eigentlich klar. Und ja. Es tut mir leid wegen dieser Stunde, die da... Oder sprich den drei Folgen, die da fehlen dann. Oder fehlen werden. Ich konnte es leider nicht mehr nachspielen. Ich habe es mir nochmal überlegt gestern, ob ich das noch schnell nachspiele, aber leider ging es nicht mehr. Tut mir leid. Ich kann leider nichts machen. Vielleicht werde ich das mal nachliefern, wenn ich das Spiel privat nochmal durchspiele. Mal schauen. Ich glaube, halt orientierungslos rum. Ich würde sagen, wir gehen zu Xalas, um ihm zu sagen, dass die Drachen tot sind. Okay. Tür. Lol. Da ist wieder eins von... Man sieht das nicht nur. Ein Mist viel weniger. So, dann reden wir mal mit ihm. Wo ist Xalas? Er ist fort und hat in seinem Turm diese Dämonenwesen zurückgelassen. Ich glaube, er will nicht, dass jemand während seiner Abwesenheit in seinem Turm herumschnüffelt. Wo ist er hin? Das hat er nicht gesagt. Er bat mich nur darum, dir diesen Brief von ihm zu geben. Ich habe ihn gelesen. Tut mir leid. Ich war neugierig. Und? Keine Ahnung. Ich habe kein Wort verstanden, Mann. Aber eine steht für mich fest. So bald werden wir ihn nicht wiedersehen. Ich glaube, es ist ihm hier einfach zu brenzlig geworden. Und da hat er sich einfach aus dem Staub gemacht. Nee, das sieht nicht nach Xalas aus. Du siehst nicht gerade fit aus. Die Kopfschmerzen werden fast unerträglich. Und jetzt greifen mich auch noch ständig diese Echsenmenschen an. Ich frage mich, wo die alle herkommen. Ich denke, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Ich glaube, man hat letztlich gehört, wie ich genießt habe. So. Dann würde ich mal sagen, ich weiß, wo die sind. Dann, ich werde euch mal zeigen, wo es die extra Menschen eventuell gibt. Wo man die finden kann. Die hätten sie immer gerne in der Nähe zwar von Drachen auf, aber... Moment. Da gerne jetzt doch noch wohin. Sind hier welche? Nein. Habe ich einen Quest? Ach, ich habe eine Quest nach dem Dracheneier. Eine Drachenphase irgendwas von Nachkommenschaft und Bestand seiner Ahnenreihe. Ich fürchte, ich habe ihre Brut über die ganze zivilisierte Welt verteilt. Keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass es hier welche auf Korinis gibt.
Lol. Wie konnten die mich jetzt töten? Nichts zu holen. Okay, dann nochmal Aufzug Ferdas. Jetzt habe ich schon wieder auch so wenig FPS. Da ist wieder eins von... Ein Mist, viel weniger. Okay. Sah grad behindert aus. Warte mal. Bla 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 bla. Okay. Ja. So, bevor ich jetzt da runtergehe und dann wieder an irgendwann zu den Dings kommen, dann werde ich einfach mal speichern. Ich habe 26 FPS, wieso? Ach, vielleicht weil ich gerade noch was hochlade. Das kann sein. Sonst habe ich beim Aufnehmen immer konstante 30 FPS. Und wenn ihr euch fragt, ist dein PC so schlecht oder sowas? Nee, das ist einfach so. Ich habe eigentlich hier immer, wenn ich spiele, habe ich 60 FPS und beim Aufnehmen geht das dann immer runter. Lol, wieso bin ich auf einmal so schlecht gegen die? Also, okay, nur was. Naja, dann lasse ich das mal, gehe ich mal zur Hafenstadt, würde ich sagen. Ich hätte das nicht gemacht. Oh, das ist ein Typ, der ist Mario, okay. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Es gibt doch nur noch mehr. Ich gehe jetzt am besten mal das Auge aufladen. Und ich will noch irgendwo hier Stärke kriegen. Über 5 Punkte mindestens. Alchemitisch. Zeig mir deine Waffe. Hat neue Sachen. Drachenwurzel. 3 Kronstücke. Goblinbär. Weiß auch nicht, warum ich gerade das Horn von dem Schattenläufer gekauft habe, aber... Na, einfach rein aus Prinzip. Welche? Ich kenne ein... Um ein Extrakt... Du musst aufpassen, dass du den Extrakt sehr vorsichtig erhitzt. Okay, das interessiert mich jetzt sehr. Welche Rezepturen kannst du mir... Ich kenne einige. Das Elixier der Heilung herzustellen, erfordert einiges an Erfahrung. Du brauchst Heilwurzeln und Feldknöterich. Sei diesmal beim Erhitzen besonders vorsichtig. Okay. Gut. Und es entstanden alle Wesen. Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe. Hör mal mit Vatras. Danke für deine Hilfe, das Auge Enos zu heilen. Sei nicht so verschwenderisch mit deinem Dank. Deine größte Aufgabe liegt noch vor dir. Ich hoffe, ich sehe dich heilen. Die Drachen werden keinen Schaden mehr anrichten. Ich wusste, dass du heil zurückkehren würdest. Doch die größte Hürde wirst du noch nehmen müssen. Ich weiß. Dann rüste dich gut und komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Trage das Auge Innos immer bei dir, hörst du? Adanos segne dich. Okay.
Oh, ich habe verpennt, im vierten Kapitel zu diesem Typen da zu gehen. Der hier die Visionen bringt. Na egal. Eigentlich irgendwo. Hey, du! So, was hat zeig du mir das im Angebot? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Er sollte lieber den Mund halten. Das darfst du keinem erzählen. Weiß ich jetzt. War irgendwo etwas unangebracht oder komisch, aber egal. Mana plus 5. Der schüttet immer die Tränkkiste rein. Gar nichts mehr. Wo will ich jetzt hin? Ich habe was anderes gehört. Ah, ich bin auf hier. Ah, genau. Zum Kloster. Ich habe alle Drachen getötet. Ehrlich? Das ist ja mehr als ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Jetzt müssen wir dem Bösen nur noch den Kopf abschlagen. Wenn du das geschafft hast, dann werden wir den Krieg gewinnen. Nee, ich? Natürlich du. Wer denn sonst? Ja, immer muss ich alles machen. Na gut, dann gehen wir mal zu Pyrokar. Wir gucken, was der so zu sagen hat. Das liegt doch auf der Hand. Gute Nachrichten. Die Wegschreine sind wieder gereinigt. Innos Kraft hat den Paladinen geholfen, dieses Problem endlich aus der Welt zu schaffen. Du darfst also deine Spenden wieder ohne Bedenken und Reue an Innos entrichten. Okay, Ulta. Ich habe mit den Drachen gesprochen. Was haben sie gesagt? Sie sprachen unentwegt von der Macht ihres Meisters und dass dieser sich in den Hallen von Irdorath niedergelassen hat. Innos stehe uns bei. Der Schwarze Tempel hat seine Macht zurückerlangt und schickt nun seine Schergen über unsere Welt. Alle Drachen sind tot. Das ist wahrlich eine gute Nachricht. Es ändert jedoch nichts an unserer scheinbar aussichtslosen Situation. Die Suchenden sind immer noch nicht abgezogen. Ganz im Gegenteil. Mir kommen immer mehr Berichte zu Ohren, dass sich ihre Zahlen in den letzten Tagen sogar noch vermehrt haben soll. Die Drachen zu töten alleine hat dem Feind noch keinen ausreichenden Schlag versetzt. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Die Wurzel allen Übels. Was sind diese Hallen von Irdorath? Der östliche Beschwörungstempel des Gottes Belia. Es sind ihrer Zahl 4 im Lande Myrtana. Doch dieser ist der wohl furchteinflößendste Tempel von ihnen. Vor etwa 40 Jahren zerstörte man den nördlichen und westlichen Tempel dieser abscheulichen Gottheit. Die tapferen Ritter dieser Zeit hatten alles eingesetzt, um diese mächtigen Bauwerke dem Erdboden gleichzumachen. Die schwarzen Horden des Feindes hatten damals der Überzahl und dem Heldenmut der Ritter und Paladine nichts entgegenzusetzen. Okay. Es wäre ein leichtes gewesen, die beiden anderen Tempel auch zu zerstören, um das Land endgültig von dem Übel zu befreien. Doch sie waren nach dem Fall des zweiten Tempels einfach verschwunden. Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm. Spotte nicht. Die Situation ist ernst. Wenn die Hallen von Irdorath tatsächlich wieder an Macht gewonnen haben, wird es schwierig, den Feind zu besiegen. Dazu müsstest du ihn erst einmal finden. Und ich denke, das wird deine nächste und schwierigste Aufgabe sein. Wir werden sehen. Da wollte wohl jemand nicht, dass die letzten beiden Tempel zerstört werden. Das verloren geglaubte Buch von Xardas, wo ist es? Ich hatte mir schon gedacht, dass du danach fragen würdest. Aber ich fürchte, damit wirst du nichts anfangen können. Es ist magisch versiegelt worden. Ich habe es in unsere unteren Gewölbe gebracht. Und selbst wir haben bisher vergeblich versucht, es zu öffnen. Dieser verdammte Xardas hat sich da einen derben Scherz erlaubt. Kann ich das Buch sehen? Von mir aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da Erfolg hast, wo die größten Meister unseres Klosters gescheitert sind. Aber versuch es ruhig. Talamon wird dich nicht aufhalten. Wie wär's mit ein bisschen... Möge Innos sein... Ich wollte den Segen übrigens nicht. Egal. Dann gehen wir mal nach unten. In die Gewölbe.
Aber der Pfad, der tut uns ja auch steinig. Das hätte er auch selbst wissen. Wobei. Wir reden erstmal. Halte ein, Söldner! Ich hab mit dir zu reden. Söldner. Was willst du? Es ist eine höchst delikate Situation hier im Kloster. Jeder scheint hier momentan jedem zu misstrauen. Und dann noch dieser Vorfall mit Pedro, das ist äußerst... Ich habe einen Auftrag von höchster Stelle für dich. Du bist kein Mitglied der Gemeinschaft des Feuers und bist deshalb der Einzige hier, der diese Angelegenheit für uns regeln kann. Aber ich muss dich warnen, wenn ich dir diesen Auftrag erteile, hast du ihn auch auszuführen. Du wirst keine Wahl haben, wenn du weißt, worum es geht. Verstanden? Okay. Sag, was du willst. Gut, dann höre genau zu, denn ich sage es nur ein einziges Mal. Serpentes will, dass du Pedro für seinen Verrat tötest, wenn er dir in die Hände fällt. Bezahlung erhältst du, sobald der Auftrag erledigt ist. Das habe ich nicht gesagt. Und du hast auch nichts gehört. Verstanden? Okay. Ich brauche... Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Pyroka sagt, dass ich das Buch von Xardas untersuchen darf. So, sagt er das. In Ordnung, du darfst eintreten. Das Buch, das du suchst, liegt dort drüben auf dem Alchemietisch. Okay. Steintafel. Also eine Stairmont, Feuergolems, Eisgolems und eine Steingolems. Drei Dietriche. Und ich muss ja natürlich auch mein Geld wieder aufstocken. Oh, und ich hoffe, ich bin nicht irgendwie jetzt gerade zu leise oder so. Das Mikro einfach noch mal ein bisschen näher ran. Xalas Brief. Ich hätte vermutet, einer der Drachen im Minental sei die Quelle der bösen Macht. Ich habe mich geirrt. Wenn alles so gekommen ist, wie ich es vermutete, wirst du jetzt nach den Hallen von Irdoran suchen. Das Buch, das du Pyroka gegeben hast, enthält alle Beweise, die du brauchst. Mir hätte klar sein sollen, warum die Suchenden es in ihren Besitz bringen wollten. Du musst es dir wieder beschaffen. Die Worte Zarak Bengardo werden es öffnen. Verrate sie niemanden. Ich werde mich nun wichtigeren Dingen widmen. Ich kann dir bei deiner letzten Aufgabe nicht beistehen. Nur du kannst es schaffen, die Quelle des Bösen zu bezwingen. Wir werden uns wiedersehen. Gezeichnet Xalas. Okay. Halt von Irdoran. Xarak Bendardo. Ah, das Buch.